Hier beginnt jedes Leben. In der Gebärmutter. Doch bevor hier ein Kind wachsen kann, muss eine Eizelle auf eine riskante Reise gehen. Sie startet im Eierstock. Hunderttausende Eizellen warten hier auf ihre Chance. Jeden Monat kann nur eine von ihnen die große Reise antreten. Jetzt geht es los. Die Hormone kommen. Etwa 20 Eizellen sind reif genug und beginnen zu wachsen. Aber eine wächst schneller als alle anderen. Nur sie wird den nächsten Schritt schaffen. Den Eisprung. Die Eizelle platzt aus dem Eierstock in die Bauchhöhle hinein. Ihr Ziel? Der Trichter des Eileiters. Vor ihr liegt ein langer und gefahrvoller Weg. Sie könnte jederzeit in einer Vertiefung der Schleimhaut kleben bleiben. Da kommt ihr etwas entgegen. Tausende von Spermien. Hier, mitten im Eileiter, treffen sie auf die Eizelle. Ein Spermium wird die Eihülle durchstoßen. Eizelle und Spermium verschmelzen. Die Eizelle ist jetzt befruchtet und beginnt sich zu teilen. Erst in zwei und dann in immer mehr Zellen. Sie ist zu einem Embryo geworden. Nach 14 Tagen und 20 Zentimetern ist das Ziel erreicht. Hier in der Gebärmutter nistet sich der Embryo ein. Der Start ins Leben ist gelungen.